die Deutsche. Uiuiui. Wir müssen heute wirklich diese Technik austesten, diese neue Technik. Deswegen kann es manchmal laut sein. Und der Tontechniker, der heute sozusagen Einsatz in der Übergangsweise da ist, kennt die Anlage auch nur erst seit einer Stunde. Also bitte haben Sie heute Verständnis für manche Tonprobleme, die wir hier generieren. Die Deutsche Bahn will unsere bislang zuverlässige Stadtbahn an zwei Hauptlinien für insgesamt 3 Jahre unterbrechen. Und sowohl die SSB als auch die Stadt schauen tatenlos zu. Um diese Unterbrechung und das daraus folgende Stadtbahnchaos zu verhindern, haben wir die Kampagne für unsere Stadtbahn ins Leben gerufen. Viele von Ihnen haben diese Kampagne schon unterstützt und unsere Fahrgastinformation zeigt auch Wirkung. Die Zeitungen berichten und vor allem gerät die SSB in einem Bezirksbeirat nach dem anderen in Erklärungsnot. An dieser Stelle wollen wir jetzt weiterbohren. Heute beginnt nun eine Aktionswoche dieser Stadtbahnkampagne. Bis kommenden Sonntag wollen wir mit Ihnen zusammen wieder die Stadtbahnfahrgäste über die geplanten Streckensperrungen und über den Zusammenhang mit Stuttgart 21 informieren. Dazu gibt es einen Flyer mit dem Titel "Nächster Halt, bitte alle aussteigen". Wir haben diesen Flyer in einer Auflage von 10.000 Stück neu gedruckt. Unser Ziel ist es, möglichst viele Stadtbahnfahrgäste mit diesem Flyer zu informieren. Decken Sie sich ein, hier bei der Montagsdemo oder bei der Mahnwache, mit diesem Flyer. Ehrenamtliche von der Kampagne laufen auch jetzt mit Kartons durch die Demoreihen oder sie holen sich den Flyer von Ihnen aus an der rechten Seite beim gelb-roten Plastik. Dort ist der Infostand, wo es diese Stadtbahn-Flyer gibt. Verteilen Sie diese Stadtbahn-Flyer in den besonders stark frequentierten Stadtbahnhaltestellen Stöckach, Charlottenplatz, Hauptbahnhof und Pragsattel. Damit wir etwas bewirken und wahrgenommen werden, ist es hilfreich, wenn wir uns zunächst auf diese Aktionswoche von heute bis Sonntag konzentrieren. Innerhalb dieser Aktionswoche empfehlen wir natürlich die Hauptverkehrszeit morgens und abends. Außerdem haben wir den Mittwoch, also übermorgen, als ganztägigen Hauptaktionstag auserkoren. Wer zu anderen Zeiten oder an anderen Haltestellen unterwegs ist, darf und soll natürlich gerne Flyer verteilen und unters Volk bringen. Gerne auch am Wochenende. Und jetzt klingt der Sound schon wieder ganz anders. Übrigens, Flyer dürfen Sie an den Haltestellen verteilen. Das hat sogar die Stuttgarter Polizei schriftlich bestätigt. Also es gilt Rechtssicherheit für uns beim Verteilen dieser Flyer jetzt in der Aktionswoche im Rahmen der Stadtbahnkampagne. Und all das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe und auch diese rechtlichen Hintergründe, können Sie auch im Internet nachlesen unter www.beiabrissaufstand.de. Vielen Dank und schon mal vielen herzlichen Dank auch fürs Mitmachen bei der Aktionswoche.